Hallo, ihr Lieben. Heute gebe ich einen Impuls zum Trauma, Traumatisierungen. Und zwar ist ganz etwas Wichtiges, dass du für dich akzeptierst, dass in deinem Leben ein Trauma erlebt hast, erfahren hast. Das heißt, diese ganzen Traumata aus der Vergangenheit sind nicht dazu da, zu sagen, okay, ich muss jetzt alles befreien, erlösen, um ein neuer Mensch zu sein, um eine Beziehung besser zu leben, um im Business besser zu sein, mehr Selbstliebe zu zelebrieren, um immer, egal was du tun möchtest, praktisch auch. Oft einmal ist das auch eine Ausrede. Ah, nein, da habe ich ein Trauma. Ah, jetzt merke ich das erst, ja. Das gilt einmal zu wissen, dass wir einfach, jeder Mensch hat irgendeine Erfahrung aus der Vergangenheit. Dass es darum geht, dass du weißt, dass du trotzdem immer lieben kannst, ja, immer in Liebe zu sein. Also in Liebe zu sein, lieben kannst, sagen wir mal so. Ja, auch in Liebe sein kannst, doch stimmt, wenn du das akzeptierst. Es geht einmal dein Leben real anzuschauen, wirklich wahrlich, also nicht irgendwie. Was hätte ich gerne, was würde ich und täte und so verzerrte Bilder, sondern wirklich, hey, das sind die Fakten. Und mit dieser Akzeptanz das ist Heilung. Das ist Selbstfürsorge, ist ein Teil der Selbstliebe. Einfach mal so zum Akzeptieren. So schaut es jetzt Fakt aus, ja, was die Emotionen anbelangt, alle Lebensbereiche anzuschauen. So ist das jetzt, ja. Und nicht so ein ah, Trauma, das und das und das, ja. Oder der hat mich emotional getriggert und jenes und dieses. Sondern stopp aus. Sei ehrlich zu dir. Das ist ein Segen, ich sag's euch. Sei einfach ehrlich. So schaut es jetzt aus in allen Bereichen. So schaut es jetzt auch in allen Bereichen. Es war alles, ja. Also nicht, dass du die Brille aufsetzt. Fehler. Ja, sondern alles, es ist Freude, dann, warum du gewisse Dinge nicht tust, die Ängste dahinter, vielleicht erkennst du diese Schuldzuweisungen an dich selber, Trauma, ja, oder sonst etwas, das habe ich noch nicht gelöst, das muss erst lösen, das muss erst lösen. Wisst ihr, die Menschen, die so programmiert sind, ist nicht sehr gut, weil, sie dann ihr Leben versäumen, weil sie immer damit beschäftigt sind, etwas lösen zu müssen. Das ist aber auch der Trend im Außen. Selbsterkenntnis, Wachstum, Transformation wird verwechselt mit du musst machen. Puh, puh, puh. Der Körper immer in den Überlebensmodus hinein zu triggern. Und das löst natürlich ganz viele Emotionen aus und verschlackt auch den Geist, das Herz, die Seele und verschmutzt wirklich das Gehirn. Also das Die Gedanken werden auch verseucht und deine Intuition, alles wird so damit beeinflusst. Also auf das wirklich achten, das ist etwas, das Leben einmal anzuschauen, zu reflektieren und akzeptieren. Und dieses Akzeptieren ist aber vorhin mal gesagt, annehmen. Annehmen darf aber nicht so verstanden werden, ich nehme alles auf mich. Das hatte ich auch schon an Rückmeldungen. Sondern akzeptieren ist vielleicht jetzt einfacher, so wie es ist. Und dann einatmen und ausatmen. Und dann kommt Entspannung rein. Und dann einmal wirklich zu schauen, hey, was möchte ich gerne verändern? Oder wo, wenn du es erkennst, wenn du deine Lebensbereiche reflektierst, einmal so schaust, akzeptierst, sag, aha, so ist es. Es ist so spannend. Alleine das ist schon eine Megatransformation. Bewusstsein, sich für sich Zeit zu nehmen, sich ernst zu nehmen, ehrlich zu sein zu sich selber. Nicht zu beschönigen, aber auch nicht das Schöne untergraben. Das ist auch oft so. Die Werte, die Expertisen, die Fähigkeiten werden so untergraben, gar nicht gesehen. Es ist wirklich schade darum. Dann entsteht so ein Mangel Energie. Und wenn es in diesen Beurteilungen drinnen, alle Lebensbereiche mal anzuschauen und sagen, ah, das bin ich gerade jetzt, oder das ist so. Und ihr müsst schon ganz viel erkennen und dann kannst du etwas herausnehmen. Ah, da möchte ich etwas verändern. Und jetzt kommt der Punkt, das ist genau dort,
was ich liebe und wohin ich Menschen begleite, bei mir in der Lichtstätte. Aha, das möchte ich verändern. Jetzt beginnt das Training, die Übungen, das wirklich jeden Tag zu üben, ja, etwas Neues, damit in ein paar Wochen wirklich du da eine neue Lebensweise hast, entwickelt hast, das aber auch bist, über diese neuen Gewohnheiten, ja. Alte Gewohnheiten waren nicht da, neue Gewohnheiten zu entwickeln, aber dann auch sie weiter zu pflegen. Es ist nicht dann einmal Stopp, ja. Und deswegen dient auch da nicht so ein Kurztrip zu einem Workshop oder so. Wir hatten zwar die Informationen, aber wo ist das Leben? Wo wird das im Leben integriert? Wo wird das umgesetzt? Deswegen liebe ich ja diese Begleitungen und lege ganz großen Wert darauf, auf die Erfahrungen, dass der Mensch in die Erfahrung geht. Denn das ist ja das Tolle dran, wenn du Beziehungsbewusstsein machst und in einer Beziehung bist oder in Beziehungen, Freundschaft, Partnerschaften, mit deinem Umfeld, ja, Beziehung grundsätzlich, Verwandtschaft, ja. Das ist ganz das Tolle, wenn du da das hast, ja, nicht irgendwo alleine isoliert in einem Käfig, wollte ich schon sagen, aber ist ja so irgendwo allein isoliert, Ashram oder so, dann ist es ja leicht darüber zu reden, sondern wirklich, wenn du das Leben hast und im Leben, da sind ein paar Aufgaben, ein paar Herausforderungen, jetzt kann ich es hier gleich anwenden, trainieren. Das ist das größte Geschenk, hallo, das ist das Leben. Aber dann kannst du es anwenden, dann spürst du, erlebst du, hey, das verändert sich. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Die sagen, juhu, es hat sich verändert. Abgehakt, ja. Jetzt kommt es, das täglich zu machen. Diese neue Erfahrung als Gewohnheit, jeden Tag zu füttern, weiter hineinzugehen. Dann kommt oft auch noch mehr hoch, ja, vielleicht auch Ängste oder was du etwas erkennst, was du vorher nicht gewusst hast über dich. Also sind immer die anderen, betrifft mich ja gar nicht. Dann kannst du es auch, also durch diese Offenheit wird es dir dann gezeigt. Und denkst, wie genial, wow, wie toll. Und jetzt kann ich das verändern. Jetzt kannst du das trainieren, üben. Ja? Und ja, nenne ich das ja auch immer Erlebnisreisen, Transformationsreisen. Und einige kennen mich schon, ich bin nicht dafür zu haben, für das schnell, schnell, schnell Quickie, wie das heißt. Und vor allem ist das dann auch die Essenz deines Lebens. Es geht ja immer um dich, es geht immer um zurück zu dir, sie auch hin, begleite hin, für in die Verantwortung zu gehen. Die Verantwortung heißt ja auch, die Liebe noch mehr zu mehren, ja, noch mehr die Fülle zuzulassen, nicht an irgendwas festzumachen oder was noch nicht erfolgt ist oder auch eben schmerzhafte Erfahrungen aus der Vergangenheit. Denn wer sucht, der findet immer und du wirst nicht fertig, du kannst dein Leben nicht leben, denn dein unbewusster Teil, dein Ego-System hat dann immer eine Ausrede. Nein, ich bin noch nicht so weit, weil, ja. Oder ich kann das so nicht, weil, ja. Das kommt genau, ich muss erst das Ritual machen, ich muss die spirituelle Ausbildung machen. Ich meine, gerade in den spirituellen Ausbildungen ist es auch ganz speziell, das hat oft nichts damit zu tun, wie ist es im Leben, wie ist dein Alltag, ja. Für mich ist immer wichtig, eine bodenständige Spiritualität. Gott ist immer praktisch. Gott wird nie sagen, ich weiß ja nicht, irgendwas halt abgehoben oder trennen. Das Weltliche, das Irdische vom Göttlichen trennen. Überhaupt nicht, weil es geht ja darum, dass du dich hier als Mensch wieder in dieser Göttlichkeit entdeckst und diese ganzen Botschaften, Weisheiten aus der Vergangenheit neu erfährst und tiefer erfährst. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt zu diesem Trauma und Erleben und Wahrheit. Jetzt ist es einfach für dich, das auch zu erkennen, denn solche gelernten, oft auch übernommenen Zuordnungen, ich muss jetzt das und das erlösen, versetzt den Körper immer wieder in Stress. Ja? Und Stress löst Emotionen aus. Und Stress beeinflusst das Denken, das Handeln, die Wahrnehmung, wie ich etwas sehe, wie ich etwas höre. Beeinflusst auch Entscheidungen, wenn daraus auch Entscheidungen getroffen, die dann im Nachhinein nicht so gut waren, aufgrund dieser Essenz, dieser Energie, ich muss ja und das noch verändern oder eben nicht verändern, so sein lassen, eine Ausrede dafür zu haben, aufgrund dieser Vergangenheit. Also die Vergangenheit ist, wie sie ist. Wichtig ist immer wieder zu erleben, zu wissen, dass wenn man in der Gegenwart arbeitet, in der Gegenwart
tut in der Gegenwart, im Sein ist, in der Gegenwart Dinge machen möchte, dann kommt eh von alleine hoch, ah, ich mache das oder ich mache das nicht. Dann spürt jeder ganz genau, ah, das ist jetzt das Bauchgefühl, die Intuition, das Göttliche. Es sind andere Gefühle, es ist von Sicherheit geborgen. Der Verstand stellt das gar nicht so in Frage. Es ist einfach Fakt. Und das andere ist aber dann eher so, ich muss, sonst versäume ich etwas, wenn ich da jetzt nicht in diesen Wachstumsprozess hineingehe, dann bin ich in der alten Welt, komme nicht in die neue Welt, dann bin ich kein neuer Mensch, dann bin ich der alte Mensch. Ich weiß nicht, was dann noch so alles abgehen kann. Einfach, dann kommt dann viel Angst. Ja, ich muss tun, wenn ich nicht tue, gehöre ich nicht irgendwo dazu. Und daraus werden dann Entscheidungen getroffen. Und das ist dann nicht sehr förderlich. Also das zu erkennen und die damit verbundenen Emotionen, weil die mit deinem Körper etwas machen, sind wir in diesem Stressmodus, Überlebenskampf. Ja? Und bei den Emotionen geht es genauso wie in vielen Bereichen um eine Balance. Das heißt, das gibt es, es ist eine männliche und eine weibliche Energie. Also in dieser Anspannung sind, ich muss tun, ja, und machen. Verändern. Verändern ist oft so mit Gewalt, mit so einem Druck, dass wenn ich das mitbekomme, mir sogar richtig übel wird. Okay, wow, die Leute quälen sich wirklich. Aber sie verurteilen auch, wenn jemand total ehrlich ist. Aber wisst ihr, das machen sie. Lasst es einfach so sein. Das ist dann auch wichtig, dass ihr die Urteile der Menschen dort lässt, wo sie hingehören. Da kommen wir aber noch dazu. Und wenn du jetzt dann das erkennst, wenn es in dieser Anspannung bist, das ist dann diese männliche Energie, dann ausatmen, entspannen, ist dann die weibliche Energie. Und in dieser weiblichen Energie kann Heilung geschehen. Es ist Empfangende, alles kommt zur Ruhe. Und es kann wirklich gereinigt werden, geheilt werden, was möchte, ohne dass du es gewusst mitkriegst. Da müssen wir nicht alles wissen. Das ist das Ego. Ich will wissen, was ist der Grund? Analysieren. Ah, ja, ich brauche ein Argument. Das ist wieder so in dieses alte Männliche zu gehen. Und im Prinzip blockiert dich das dann. Es blockiert dich, weil verlautern. Dann unterbrichst du diese weibliche, göttliche, fürsorgliche Energie des Empfangens, des Sein dürfen, annehmen. Alles ist gut, so wie es ist. Das ist Tröstende. Da erlebst du es, du fühlst es. Es ist kein Gedankenkonstrukt. Es ist nicht ein Kopf meint, ja, sondern einfach ganz im Fühlen. Ja. Und das ist das Weibliche, dieses Annehmen, dieses Akzeptieren und dieses Entspannen. So schaut es aus und es ist so. Und dann kommen die nächsten Schritte oder Impulse, um eben seine Gewohnheiten zu ändern. Muss ich aber auch zuerst erkennen, welche Gewohnheiten, welche Handlungen, welche Aktionen haben mich da in diese Situation begleitet. Und wenn ich das verändern möchte, wie, was darf ich tun, was kann ich in kleinen Schritten in den nächsten Tag zu gehen, um eine neue Lebensweise, neue Beziehungsweise, ein neues Umfeld, neue unter Anführungszeichen, ist einfach das Bewusstsein zu erleben, zu erfahren. Und das ist definitiv ein Weg. Also die Trauma sind nicht grundsätzlich dafür verantwortlich, denn dann könnten wir überhaupt nicht mehr leben hier. Und wären also leben von dieses erfüllende Sein, ja. Und auch wenn du weinst, wenn du wütend bist, einmal verzweifelt, musst du auf die Suche gehen, wo habe ich ein Trauma? Auch wenn jemand Coach oder Trainer ist und so, bitte mach das nicht. Schenk den Menschen die Freiheit. Seid einfach präsent und in Liebe. Dann weinst und verzweifelt. Ist gut, ja. Eine Umarmung, ein ich verstehe dich, das ist Heilung. Und die Emotionen werden nicht im Keim erstickt. Es gibt wirklich, wirklich oft boshafte oder unbewusste boshafte Aktionen für sich selbst gegenüber oder von anderen, die sehr methodisch geworden sind oder weil sie das als einen Glauben übernommen haben, wenn jemand verzweifelt ist und weint, dass sie den noch eher angreifen, ja. Und
dem alles erklären, was er alles braucht, oder sogar vielleicht, hey, du bist psychisch krank, du brauchst ein Medikament, vielleicht sogar in die Richtung, sondern einfach, bitte lass den in Ruhe, lass dich in Ruhe. Das ist emotionale Heilung. Ja? Ich rede hier nicht von einem Dauerzustand. Lasst euch bitte einfach sein. Und die, die begleiten, coachen, lasst das einfach sein. Gebt nicht immer den Senf dazu, nicht immer einen Ratschlag. Ja? Interessiert keinen, ja, in diesem Moment, außer du wirst gefragt. Das kenne ich schon, es hat sich oft wiederholt. Da sagst du, habt ihr Idee, ja, probieren wir mal, gehen wir den Weg, ich kann dich begleiten. Es ist auch der Punkt, wenn du mit jemandem bist, oder auch für dich, dass du einfach weißt, es ist dann ein Weg, der dann beginnt, Tag für Tag in kleinen Schritten. Ja, wenn du etwas baust, ein Haus baust, klar, es gibt Fertigteilhäuser, die sind vielleicht in 3 Tagen aufgestellt mit diesen fertigen Teilen. Aber sonst ein Haus bauen entsteht, das dauert auch vielleicht 3 Monate oder ein halbes Jahr, wird eins nach dem anderen aufgebaut. Und was siehst du dann zum Schluss? Etwas Fertiges. Also lass dich nicht von diesen fertigen Dingen hier ablenken, sondern wahrhaftiges, wenn du es Schritt für Schritt gehst, dann hast du ein Fundament. Und wenn das dann fertig ist, dieses Haus, was ist dann? Hörst dann auf? Dann gehört es gepflegt und gehegt. Und auf diesem Fundament kannst dann, oder aus dem heraus, aus dieser Basis kannst du dann wieder Neues gestalten und kreieren. Aber das Fundament gehört immer wieder gepflegt und gehegt, dass es nicht zusammenfällt und zur Ruine wird. Oder der Rost überkommt und die faulen Stellen, die dunklen Flecken dann sich ausweiten. Also, das war jetzt so auch ein Impuls zu Trauma. Das auch zu akzeptieren. Viele kennen das schon. Ich habe auch immer gehört, ich kenne mein ganzes Leben in- und auswendig und die Trauma hin und her und die schmerzhaften Erfahrungen, echt wirklich ganz krasse Erfahrungen. Also kennen schon wirklich, wirklich extremen Erfahrungen. Und es hat auch gebraucht, ein Jahr immer wieder durch diesen Schmerz hindurchzugehen, bis es einmal da gestanden ist. Und dann kam eben, so, jetzt lasse ich da eben eine Begleitung zu, aber die Begleitung im Sinne, nicht das immer wieder aufzurollen, das zu mehren, den Körper immer wieder in Stress zu versetzen, immer wieder durchleben. Also das wäre, also das konnte ich noch nie, entschuldigt, liebe Therapeuten, es war auch nicht vor 30 Jahren, wie das noch sehr Kult war, aber nie meine, sondern es geht darum, hey, wie kann ich jetzt mit dem, was ich habe, das Leben neu gestalten? Und das ist Training genug, wenn man wieder zurückfällt in den Schmerz, in das Trauma, in das, ja, dann, okay, das ist da immer mehr das zu akzeptieren und trotzdem weitergehen. Und dann kriegt das andere immer weniger Macht über dich. Und du wirst immer erfüllter, freier und auch deine Seele, dein Herz, dein wundervolles Sein mit leuchtender genießt und friedvoller. Ruhiger, toleranter, also deine Werte werden neu. Deine Werte werden neu, lebendig und echt. Du wirst es dann auch ausstrahlen und sein. Es ist für dich wichtig, nicht für die anderen. Und da kommen auch dann auch neue Menschen, die du anziehst oder Menschen, die dich dann erkennen, die dich vorher nicht erkannt haben. Okay, das war ein Impuls zum Trauma. Alles Liebe und bis zum nächsten Impuls.